Hallo, wir sind die Reporter von der Südpolshow auf 92,4. Das freut mich, hallo. Dürfen wir Sie duzen? Ja, bitte. Darf ich euch siezen? Okay, dann machen wir es. Nee. Könntest du bitte unsere HörerInnen von der Südpolshow grüßen, und zwar mit deinem Namen, deinem Beruf und dem Filmtitel? Ja, das mache ich. Hallo, mein Name ist Stefan Konarske. Ich bin Schauspieler und Co-Produzent dieses Films. Und was wolltest du noch wissen? Der Filmtitel. Ach so, von The Magic Flute, die Zauberflöte. Kannst du uns eine kleine Kostprobe von Monostatos geben? Ja, um Gottes Willen, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Uiuiui, jetzt triffst du mich aber echt auf den falschen Fuß, weil das so lange zurück ist. Das war jetzt nicht Monostatos. Nee, fällt mir gerade wirklich nicht mehr ein. Du siehst im Film viel gruseliger aus als in echt. Wie lange musstest du dafür in der Maske sitzen? Ewigkeiten. Bestimmt 2,5 bis 3 Stunden jeden Morgen. Aber dadurch, dass ich, als ich so jung war wie ihr, in einem Friseur... meine Mutter war Friseurin. Und ich musste jeden Morgen in diesen Friseur. Meine Mutter hat mir die Haare gemacht, weil ich von einem kleinen Dorf komme. Meine Mutter mal gesagt hat, Junge, du musst gut ausschauen, weil du läufst Werbung für uns. Und meine Mutter hat ganz viele Leute gehabt, die sie ausgebildet hat. Und deswegen musste ich immer herhalten. Und man hat mir die Haare gewaschen, man hat mir die Haare gemacht. Deswegen liebe ich Maskenzeiten. Wenn ich in eine Maske gehe und 2,5 Stunden auf dem Stuhl sitzen kann, ich mache sofort die Augen zu und bin entspannt. Wenn du in der magischen Welt der Zauberflöte leben würdest, wie sähe dein Leben aus? Hoi, dann wäre ich auf jeden Fall jünger. Viel, viel jünger. Und dann wäre ich, glaube ich, ein Prinz. Und wenn Monostatos in unserer Welt leben würde, wie wäre sein Leben so? Ich glaube, ziemlich anstrengend und kompliziert, weil der doch etwas böser ausschaut und ein bisschen böser ist. Ich glaube, der hätte dann recht große Probleme in unserer Welt. Hast du die Szene eigentlich auf Englisch oder auf Deutsch gedreht? Auf Englisch gedreht und auf Deutsch selber synchronisiert. Und wenn der Film jetzt noch nach Frankreich verkauft wird, dann mache ich es auch nochmal auf Französisch. Wie war es für dich, in dem Film sowohl als Schauspieler als auch als Co-Produzent tätig zu sein? Das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung, weil ich als Schauspieler schon sehr, sehr lange arbeite und jetzt als Co-Produzent das erste Mal gearbeitet habe. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe viel mehr Lust, in Zukunft weiter Produzent zu sein. Und das Spielen muss nicht mehr sein. 20 Jahre ist eine lange Zeit, das reicht jetzt auch. Was macht man eigentlich als Co-Produzent so? Da ist man da und unterstützt den Produzenten in seinen Ideen und versucht dann jeweilige Dinge dazuzufügen. Sei es nur ein bisschen Geld zu organisieren, sei es, also ich habe jetzt hier zum Beispiel in dem Film habe ich dafür gesorgt, dass die Königin der Nacht diese tolle Krone aus Federn trägt. Oder man bringt irgendwelche Marken mit, die man dann irgendwo im Film platziert sieht und die bringen auch noch ein bisschen Geld. Und ich bin künstlerischer Produzent, das heißt, ich bin dann immer am Set und gucke, dass ich meine Künstler wohlfühle, weil ich selber Künstler bin. Und zum Schluss noch eine Weihnachtsfrage. Was ist deine Lieblingsweihnachtssüßigkeit? Meine Lieblingsweihnachtssüßigkeit Lebkuchen. Weil ich in einem Land lebe, wo es Lebkuchen nicht gibt, weil es da nicht zur Weihnachtstradition gehört. Deswegen und Spekulatius auch. Okay. Dann vielen Dank für das Interview.